Brüder und Schwestern, das Evangelium, das wir gehört haben, ist nicht unbekannt. Und sehr oft wird es unter dem Gesichtspunkt betrachtet, was Recht und was Unrecht ist. Darum geht es auch in diesem Evangelium unter anderem, aber ich glaube nicht, dass es das Wichtigste ist. Es lohnt sich deswegen der Blick auf die erste Lesung aus dem Buch Jesaja, um zu verstehen, was Jesus da eigentlich meint, warum er seinen Jüngern solche Geschichten erzählt, die nicht auf den ersten Blick den Eindruck machen, dass es etwas Sinnvolles ist. Wir haben gehört, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt, ruft ihn an, solange er nahe ist. Und der Prophet Jesaja schreibt da viele Dinge. Und hier geht es schlicht und einfach um eine Wahrheit, die auch für uns von Bedeutung ist. Sehr oft läuft man die Gefahr, sich vorzustellen, wenn ich mich sehr anstrenge, wenn ich viel bete, wenn ich viel Gutes tue, dann finde ich Gott. Dann kann ich ihn greifbar machen, dann werde ich ihn spüren. Kann sein, dass bei dieser Einstellung ein Körnchen Wahrheit auch dabei ist, wenn man sich überhaupt nicht anstrengt, wenn man sich nicht einmal auf die Suche nach Gott macht, ist es schwer, ihn zu finden. Das ist auch logisch. Aber Jesaja warnt hier. Das klingt nicht wie eine Warnung, ist es aber. Zu viel Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten und die eigenen Fähigkeiten zu setzen. Wenn du Gott begegnest in deinem Leben, ist es, wie die Teresa von Lisieux immer gesagt hat, das war auch etwas, was mich in meiner Noviziatszeit immer auf die Palme getrieben hat, weil das war die Standardantwort von meinem Novizenmeister, wenn ich um etwas gebeten habe. Die Antwort war, alles ist Gnade. Und so wahr es auch ist, mich hat es damals sehr aufgeregt. Aber Jesaja meint genau das hier. Wenn du Gott in deinem Leben erfährst, dann kann sein, dass es auch deine Anstrengung dabei ist, aber es ist Gnade, vergiss es nicht. Wenn man das weiß, kann man dann das Evangelium vielleicht in einem anderen Licht sehen. Weil Jesus erzählt seinen Jüngern, was ist das Reich Gottes? Deswegen erzählt er dieses Gleichnis. Er beginnt auch mit den Worten, mit dem Himmelreich ist es so. Und mit was vergleicht er das Himmelreich, das Reich Gottes? Nicht mit dem Weinberg, sondern wie mit einem Gutsbesitzer. Er sagt wortwörtlich, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer. Nicht wie mit einem Weinberg, sondern wie mit einem Menschen. Also das Reich Gottes wird mit eine Person verglichen. Und man kann sich schon denken, die Person soll Gott sein. Also zumindest in dieser Geschichte, die Jesus seinen Jüngern erzählt. Und was macht dieser Gutsbesitzer? Er heuert da verschiedene Arbeiter an zu verschiedenen Uhrzeiten und zahlt sie dann aus. Und wir kennen das, der wenig gearbeitet hat, also kaum eine Stunde, bekommt genauso viel wie der 12 Stunden lang gearbeitet hat. Es ist ein ungerechter Lohn. In den Augen der, die 12 Stunden gearbeitet haben. Aber der Gutsbesitzer sieht es anders. Weil, was ist dieser Lohn? Der Lohn ist ein Denar. Ein Denar, das war so der Tageslohn, der übliche. Wenn du einen Denar verdient hast, kamst du über die Runden. Also man konnte sich nichts Besonderes leisten, aber das Essen und ein Obdach, das war schon drinnen. Also dieser Gutsherr sorgt dafür, dass jeder
der in seinem Weinberg arbeitet, genug hat. Und ich habe mich gefragt, wofür dieser Denar steht, und ein Mitbruder hat mich darauf gebracht, was es sein könnte. Es geht nicht um die Leistungen und die Vergütung dafür. Ne? Also wenn ich ein guter Mensch bin, mich also gut verhalte, zu anderen gütig bin, wenn ich die Gebote einhalte, dann wird Gott mich belohnen. Klar wird er das, aber darum geht es hier nicht. Weil der Lohn müsste unterschiedlich ausfallen. Hier ist dieser Lohn immer gleich. Für jeden, der das Wort dieses Gutsbesitzers hört. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieser eine Denar, der hier erwähnt wird, nichts anderes ist als eine lebendige Beziehung zu Gott. Es ist egal, wie lange du unterwegs mit Gott bist. Es ist egal, wie viel Zeit du ihm gibst. Wenn es nur 10 Sekunden sind in deinem Leben, die du dem Herrn gibst und sich auf ihn öffnest, dann öffnest dich immer auf eine Beziehung mit ihm. Und glaub mir, Gott kann in 10 Sekunden ziemlich viel machen. Wirklich viel. Und es ist nicht entscheidend, letzten Endes für Gott, für uns hat es schon eine Bedeutung, aber für Gott ist es nicht entscheidend, wie viel Zeit du ihm gibst. Entscheidend ist, wie sehr du dich auf ihn öffnest. Und das tun alle diese Arbeiter, sie gehen alle in den Weinberg. Das heißt, sie öffnen sich auf die Beziehung, die ihnen angeboten wird. Und das fruchtet. Das fruchtet in diesem Lohn. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dieses Evangelium so zu lesen. Es geht hier weder um Leistung, weder um irgendwelche Geschenke, die Gott dir macht, noch um das ewige Leben, sondern um die schlichte Tatsache, dass wenn du dich auf Gott öffnest, er mächtig ist, dir eine Beziehung zu schenken, die dich im Leben trägt. Und dieser eine Denar, der einem für das Überleben reicht, steht auch dafür, dass die Beziehung, die du zulässt, die Beziehung zu Gott, erfüllend ist. Gott kann diese Beziehung erfüllend machen. Er kann in die 10 Sekunden oder 10 Stunden, die du am Tag mit ihm verbringst, all das unterbringen, was du zum Leben brauchst, zu einem Leben mit ihm. Ich ermutige deswegen, öffnet euch auf ihn. Öffnet eure Herzen. Wenn es nur ein Spalt weit ist, also spaltbreit ist, ist auch okay. Gott hat manchmal auch kleine Füße dann. Wandert dieser Fuß zwischen dem Türrahmen und die Tür und er ist schon drinnen. Gott kann sich ganz klein machen. Wenn du deine Türen weit öffnest, noch besser. Aber mach sie auf. Das ist das, wozu Jesus seine Jünger heute einlädt. Mach dich auf, öffne dein Herz auf ihn, lass dich darauf ein und lass ihn Raum zu wirken. Da musst du nichts tun. Wirklich nichts. Das ist eine Übung, die ich Leuten immer gebe, die mit dem Gebet ein bisschen hadern, und vielleicht ist es auch etwas für dich. Es geht um den inneren Garten. Ich komme schon zu Schluss. Das ist nur ein Zusatz jetzt. Es geht um den inneren Garten. Kannst du dir vorstellen, in dir gibt es einen inneren Garten, einen Ort, wo niemand rein darf. Weder deine Kinder, noch deine Eltern, noch dein Ehepartner, niemand. Sind Dinge, die nur du weißt und die nur du mit dir ausmachst. Und versuche im Gebet vielleicht, das ist ein Vorschlag, dir vorzustellen,
dass du das Tor dieses Gartens aufmachst und eine Einladung aussprichst an ihn. Und schau, was dann passiert. Und ich sag dir, es hängt nicht von dir ab. Das ist immer eine Gnade. Aber vielleicht schenkt dir Gott, wenn du dein Herz so aufmachst, das, wovon Jesus hier spricht. Eine lebendige Beziehung, aber auch ein Gefühl, dass diese Beziehung in deinem Leben einen wichtigen Platz einnimmt.